Schluss tritt jetzt Gangeli, und sein Kamel tut leicht an ihm. Er aber tut schwer an seiner Verzagtheit. Wie ausgehungerte Raben hockten die Jahre auf seinem Magen Schuld. Etwa um die fünfte Abendstunde ritten sie in die kleine, auf einem Hügel liegende Stadt Bethlehem ein, waren an zwei, drei Herbergen vergebens um ein Nachtlager und waren, auch ehe sich eine weitere zeigte, schon wieder draußen, sich freies Feld zu einem zweiten Hügel wölbte. Er war, wie sich herausstellen sollte, von einer Anzahl natürlicher Höhlen durchsetzt, die Hirten und Wanderer ein Obdach finden ließen oder auch als Stall. Während Gangolis und Mohammeds Leute auf freiem Feld aber unweit von einer der Felsgrotten in die Zelte aufschlugen und die Lasttiere entluden, ging Habakuk den kurzen Weg zur Stadt zurück, kaufte ein frisches Brot, redete mit einigen Leuten in den Gassen und sah sich wohl noch etwas Besseres zu entdecken sein. Gerade als er die letzten Häuser wieder erreicht hatte, hörte er Schritte hinter sich. Wendete sich und sah einen reinlich und einfach gekleideten Mann, der ruhig und rüstig an einem Wanderstab schritt, fast so groß wie ein Hirten mit sich fühlte. Der Mann grüßte und Habakuk grüßte zurück, wobei er bemerkte, wie kunstvoll geschnitten und verziert der Stab an seinem gehobenen Ende war. Ein schöner Stab ist das, sagte Habakuk bewundernd. Wo findet man dergleichen? Darf ich ihn sehen? Warum nicht? Sagte der Mann erfreut und reichte ihm Habakuk. Ich habe ihn selbst geschnitzt in mancher Stunde Arbeit. Man könnte ihn kaufen für gutes Geld. Der Mann lächelte und schüttelte den Kopf. Nein, diesen nicht. Dieser ist unverkäuflich. Aber einen anderen könnte wohl verzieren oder neu schnitzen oder verbessern. Ich habe in diesen Tagen schon aus etlichen schwarzen Singvögeln gemacht. Zu Hause